Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Wir sind hier gerade in den Traumtiefen, wir haben aber ein Problem, denn auch Bowser ist hier irgendwo und dort rechts in diesem Portal ist anscheinend Peach. Wir wissen aber nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber wir müssen nachsehen. Dann mal los. Ah genau, jetzt kommt das. Hier werden wir jetzt erstmal ein bisschen fallen und es gibt einige Münzen zum Einsammeln und wir werden aber immer schneller. Mal schauen, ob wir alle mitnehmen können. Nein, verdammt nicht alle. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Mario, gehen wir. Hey, Traum-Luigi, er ist ja doch hier. Und schaut mal auf den Touchscreen. Luigi freut sich. Das ist so schön. Bist du Traum-Luigi? Oh. Dieser Ort verdreht einem die Gehirnwindungen. Mario, Traum-Luigi, wir müssen weiter. Prinzessin Peach kann nicht mehr weit sein. Okay, jetzt haben wir ihn wieder bei uns und mal gucken, ob sie hier hinter zu finden ist. Ein Speicherblock ist hier auf jeden Fall. Das bedeutet nichts Gutes. Wir aktivieren ihn mal. Ja, und wenn am Ende eines Gebiets ein Speicherblock kommt, dann kann das eigentlich nur eines heißen. Denn jetzt kommt ein Bosskampf. Mario! Nein, dann ist es wahr. Antasma! Hab ich euch! Oh mein Gott, jetzt kommt der auch noch. Jetzt mal Klartext. Bist du der Kerl, der Peach entführt hat? Was bist du denn für eine kleine Babyfledermaus? Ich muss aufpassen, dass ich dich nicht aus Versehen einatme. Komm her, Peach. Bam! Im Ernst? Das war's schon? Was für ein Schwächling. Mario, wir müssen diesen Ort verlassen. Kehren wir in die Wachwelt zurück. Toller Fluchtplan, ihr Flachpfeifen. Jetzt wird gekämpft. Ich find's so cool, wie Luigis Mütze immer runterfliegt. Jetzt wird gekämpft, Mario. Wie konntest du Peach nur von dieser Mücke entführen lassen? Bei sowas lässt man den Experten ran. Das ist dein Ende. Was geht da vor? Was ist das? Hab ich da was? Nein. Weg. Hör auf. Antasma. Back, bam, meine Pfeffer. Zurück in die Wachwelt. Hör auf, lass das, hau ab. Ich wollte die Macht von dieser Prinzessin, aber jetzt nicht mehr. Du bist noch viel mächtiger als sie und böser. Schließ sie dich mir an, krieg. Bah, du hast aber eine feuchte Aussprache, Fledervieh. Ich schließe mich niemandem an. Schluss. Das kann ich nicht zulassen. Schweig still! Ich kann dir helfen, deine Träume zu erfüllen. Du bist stärker als in deinen wildesten Fantasien. Was soll das heißen, du Mini-Vampir? Ich gebe dir neue Fähigkeiten. So kannst du deine roten und grünen Feinde zerschmettern. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine alten Moves der einen oder anderen Schwachstelle hatten. Als Gegenleistung verlange ich nur, dass du auch mir hilfst. Wenn ich ja sage, hörst du dann mit diesem Krächzen auf? Hört sich ja schlimmer an als eine gestrandete Blue Purne oder so. Schlechte Nachrichten für euch, Super Loser Bros. Der neue verbesserte Bowser, jetzt 20% größer und bist du 35% böser. Antasma, nein. Wir werden unaufhaltsam sein. Legen wir los. Okay. Bosskampf gegen Bowser und Antasma gemeinsam. Jetzt wird spannend. Und das ist jetzt echt cool, weil Antasma ist jetzt in Bowser reingeschlüpft, genauso wie Luigi ja in uns drin ist. Also das ist ganz cool, finde ich. Also Mario gegen Bowser, aber Luigi hilft bei uns mit und Antasma hilft bei Bowser mit. Okay, wir fangen mal an mit einem normalen Sprungangriff, würde ich sagen. Und wir hören wieder die epische Bossmusik. Ich liebe sie immer noch. Also gegen einzelne Gegner ist der Sprungangriff auf jeden Fall besser. Da sollte man nicht den Hammer benutzen.
So, na, das war so, genau, okay. Hier jetzt immer ihn irgendwo hin lenken lassen. Also er bewegt sich immer auf mich zu und drüber springen. Und beim letzten Mal kommt aber nochmal so ein Flammenwurf, wo man unbedingt ausweichen muss und dann drüber springen muss. Sah jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber ich werde gleich nochmal was dazu sagen. Ich heile mich erstmal. So, das sind jetzt viele von den Antasma-Fledermäusen. Deswegen bietet sich auf jeden Fall eine Traumkugel an, um die alle gleich mal schön wegzubashen. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, was passiert, wenn man die nicht besiegt. Ich glaube irgendwie, dass sich Bowser dann heilen kann oder so. War da nicht irgendwas? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das werde ich sogar nochmal ausprobieren. Also wenn die nochmal kommen, die Fledermäuse, dann werde ich die sogar am Leben lassen, mit Absicht. Nur um zu sehen, was da dann passiert. Aber jetzt haben wir erstmal alle besiegt. Sehr schön. Okay. Und, oh Gott. Er rast auf mich zu und wir müssen genau im richtigen Moment kontern. Das ist eine ziemlich schwierige Attacke zu kontern, finde ich. Weil er da sehr, 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 sehr schnell auf einen zukommt. Und da genau das richtige Timing zu finden, ist echt nicht einfach. Und auch der ganze Kampf an sich ist wirklich nicht einfach. Also, wir könnten hier Probleme bekommen. Ja, natürlich schon wieder der Angriff. Na! Ah genau, jetzt macht er sowas, okay. Ich glaube, wenn er seine Zähne so zusammenbeißt, dann, wenn er seine Zähne zusammenbeißt, dann geht er durch mich durch und greift von der anderen Seite an. Also am Anfang über diese Schockwellen immer drüber springen und dann am Ende ihn irgendwo hinlocken und weglaufen und dann drüber springen. Also da dürft ihr nicht vor ihm stehen bei seinem letzten Angriff, sonst trifft er euch mit seinem Flammenwurf. Okay? Gut. Jetzt mache ich nochmal eine Sprungattacke und nicht meine Traumkugel, weil ich eben wissen will, was passiert, wenn man die Antasmas am Leben lässt? Zumindest einige von ihnen. Okay, sie greifen einfach an. Nämlich wie? Okay, sie kommen auf mich zu. Aber einige fliegen auch über mir. Ich glaube, wenn jetzt welche auf derselben Ebene sind wie ich, aber zu hoch, dann stürzen die auch ein bisschen runter. Also ich darf wirklich nur die schlagen, die auch auf meiner Ebene sind. Okay. Und das war's. Oder? Ja, also er greift nochmal an. Schon wieder die Attacke, meinetwegen. Ich würde euch aber auch am Anfang empfehlen, immer weit von ihm wegzulaufen, weil dann hat man ein bisschen mehr Zeit, um auszuweichen. Aber hier beim letzten Angriff müsst ihr weglaufen. Da habt ihr gar keine andere Wahl. Und das ist schon ein relativ cooler Angriff, finde ich, weil er sich in dem Angriff halt auch selbst verändert, wenn man so will. Weil er halt am Anfang diese lilanen Flammen schießt, über die man drüber springen muss. Und beim letzten, bei seinem normalen gelb-orangenen Flammenwurf, muss man eben erst ausweichen und dann drüber springen. Deswegen finde ich die Attacke relativ cool. Aber ich finde den ganzen Bosskampf ziemlich cool, weil er halt echt nicht einfach ist. Das muss man wirklich sagen. Also, vor allem hier im schweren Modus, wenn wir ziemlich viel Schaden bekommen würden bei einem Treffer, da wird es natürlich dann noch schwieriger. Und er hat auch noch eine Mega-Attacke, die wird er bestimmt auch gleich nochmal machen. Nämlich jetzt. Gutes Timing. Okay. Wir dürfen uns nicht plattrollen lassen und müssen hier jetzt über die ganzen Attacken von ihm drüber springen oder ausweichen. Also bei den orangenen Flammen eigentlich einfach ausweichen. Ihr könnt auch drüber springen im Notfall, aber würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Und wie war das? Ich glaube, man sollte nicht zu sehr hin und her laufen, weil durchs Hin und Her laufen wird man, glaube ich, langsamer. Also ich. Oder wie war das? Irgendwas war da. Ich glaube, wenn man zu sehr die ganze Zeit hin und her läuft, dann verliert man auch ein kleines bisschen an Geschwindigkeit. Und dadurch kann Bowser einen leichter einholen. Und wenn Bowser einen eingeholt hat mit seiner Kugel, dann macht es enorm viel Schaden. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Okay, der Angriff wieder. Und jetzt geht er nicht durch mich durch, weil er seinen Mund offen gehabt hat und nicht seine Zähne gezeigt hat. Hat er gesehen? Also da muss man wirklich auch teilweise auf solche Details achten, um dann auch wirklich erkennen zu können, wie der Gegner angreift. Aber das finde ich so cool daran. So, jetzt wieder der Flammenwurf. Nach oben oder unten locken. Auf die andere Seite gehen und ausweichen. Okay. Also ihr seht schon, es ist hier eine ganze Menge los in dem Bosskampf. Aber ich finde ihn echt richtig cool. Vor allem eben die Tatsache, dass Bowser im Prinzip genauso kämpft wie wir. Weil eben in ihm Antasma drinsteckt und ihm seine Kraft gibt. Und bei uns ist dasselbe der Fall, nur nicht mit Antasma, sondern mit Luigi. So, nochmal einmal Bowling spielen. Und kabam, Strike. Nein, kein Strike, verdammt. Ein Spear. Zwei sind übrig geblieben, schade. Aber ist nicht so schlimm, wenn die jetzt angreifen, dann habe ich kein Problem. Aber erstmal kommt wieder Bowser, okay. Ich werde jetzt mal kurz was versuchen. Und zwar die ganze Zeit zu. Ja, das ist so, ja, okay. Also ihr dürft nicht zu sehr die ganze Zeit euch hin und her bewegen, weil sonst werdet ihr, glaube ich, langsamer. Was ziemlich böse ist. Oder?
Ja, doch, ist so, ist so. Dürft ihr nicht machen. Sonst kommt euch Bowser viel zu nahe. Lieber ein bisschen gerad laufen und lieber ein bisschen mehr springen. Und nicht zu sehr hin und her laufen. Weil wenn ihr eben zu nah an Bowser rangeratet, dann ist schlecht. Also selbst wenn ihr es schafft, allen Flammen auszuweichen, kann es trotzdem sein, dass Bowser euch erwischt. Weil ihr eben die ganze Zeit nur hin und her gelaufen seid und nicht geradeaus. Und dadurch eben an Geschwindigkeit verliert. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen und der könnte jetzt tot sein. Ja, ist er. Yeah! Ja, tot noch nicht wirklich, aber wir haben zumindest den Kampf gewonnen und wir kriegen einen epischen Hammer. Der Kugelhagelhammer war das, glaube ich. Und der ist richtig, richtig cool. Den werde ich auf jeden Fall direkt nach dem Kampf ausrüsten. Aber erstmal ein Level-Up für Mario. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Angriff ist dran. Ich zähle da immer durch, wie ihr merkt, die ganzen Level-Ups, damit ich weiß, was wir als nächstes erhöhen müssen, weil ich gehe ja immer der Reihe nach durch. Ich finde es halt blöd, wenn man immer denselben Wert erhöht, weil... Ja, weil dann die Zahlen ja schlechter werden. Und deswegen gehe ich da einfach reihum durch, damit ich immer jeden Wert um genau gleich viel steigen kann. So, und zack. Okay, perfekt. Auch für Luigi eine 4. So, was ist jetzt los? Wir haben sie eigentlich besiegt, aber sie stehen immer noch da. Diese Lästlinge, beseitige sie! Oh, oh. Er gibt ihm noch mehr Kraft. Okay, ein Mega-Ultra-Flammenwurf. Das sah jetzt nicht ganz so nett aus. Ein One-Hit-KO. Oh. Und? Gefällt es dir, allmächtig zu sein? Und wie? Ich könnte mich glatt dran gewöhnen, Partner. Auf in die Wachwelt. Es gibt einiges zu tun. Nicht so schnell, Genosse. Ich muss doch noch Peach führen. Das erwartet man von mir. Dafür ist später noch genug Zeit. Jetzt müssen wir uns erstmal an den Plan halten. Na gut, meinetwegen. Mario, Peach hole ich mir später. Lass sie bloß von keinem anderen entführen, sonst kannst du was erleben. Halt dich fest! Und dass Antasma den Fettklops so tragen kann, der muss ganz schön kräftig sein. Und sie katapultieren sich weg durch einen Flammenwurf, durch den Rückstoß. Rückstoß heißt das Wort, das ist mir mal in einem der letzten Parts nicht eingefallen, als, genau als wir gegen den Roboter gekämpft haben, da ist mir das Wort Rückstoß nicht eingefallen, jetzt weiß ich's wieder. Eine interessante Situation. Ach, das muss diese Prinzessin Peach sein. Die Jungs haben euch gerettet, was? Ja, schon, so halb. War das so anstrengend, dass sie eingeschlafen sind? In einem Traum zu schlafen ist gefährlich. Ah ja? Ich habe wohl keine andere Wahl. Ich bringe euch zurück in die Wachwelt. Und das Häsilein freut sich auch. Ja, und jetzt? Bowser und diese Fledermaus! Ah! Irrer! Du hässliche Krähe, lern erstmal fliegen! Bowser ist so cool. Ja, ja, ja! Frei! Okay, chill mal. Wieder hier! Boah, die Stimme geht mir langsam auf den Sack. Tja, und wer hat jetzt seinen starken Partner? Richtig, das bin ja ich. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Was tust du? Einfach mal so random Flammenwurf. Ich meine das. Das war doch Bowser, oder? Aber wir haben zumindest Peach, das ist das Wichtigste. Prinzessin Peach! So ein Glück! Und Traumsworf haben wir auch gerettet. Also wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen mussten, sollten. Aber Bowser kam halt. Anscheinend ist unsere Reise gut verlaufen. Jetzt sind doch alle in Sicherheit, oder? Tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Aber zum Glück bin ich wohl auf. Thank you, Mario. Wir sollten auch Traumsworf schnell informieren. Freunde, wir haben keine Zeit, Höflichkeiten auszutauschen. Das Böse ist unter uns. Antasma. Antasma ist zurückgekehrt. Oh, unmöglich. Seid ihr sicher, mein Prinz? Antasma?
Genau der. Der, den wir in der Traumwelt eingesperrt hatten. Der böse Herrscher der Fledermäuse. Er ist zurückgekehrt, um seine Plagen über uns zu bringen. Wie ich schon erwähnte, Antasma, der böse Fledermauskönig, wollte seine Wünsche erfüllen. Also stahl er den Finsterstein, aber mein Volk konnte ihn besiegen und sperrte ihn ein. Bevor wir ihn in sein Verlies stießen, konnte Antasma den Finsterstein zerstören. Die herabsinkenden Albtraumsplitter verwandelten uns alle zu Stein, aber wir konnten Antasma in der Traumwelt einkerkern. Wir wussten natürlich, dass er in der Traumwelt weiterleben würde, dass er warten würde, bis seine Fesseln sich lockern. Uns war klar, er würde zurückkehren, sobald das geschehe. Und nicht nur das, nein, er hat sich auch mit Bowser verbündet. Er wird erneut versuchen, unsere Welt zu erobern und seine Albträume zu verbreiten. Wenn das wahr ist, wird Antasma sicher versuchen, den Traumstein zu stehlen. Den Traumstein? Er kann jeden Wunsch erfüllen und er befindet sich auf dieser Insel, oder? Mario darf auch mitreden. Wir müssen dieses Gebiet verlassen und uns in die Wüste aufmachen. Dort befindet sich der Stein, in der Nickerwüste. Mario! Luigi! Ja, Traumsworth war nicht gemeint. Ich bitte euch, haltet Antasma und Bowser auf. Wenn zwei so böse Kreaturen den Traumstein in die Hände kriegen, dann befindet sich die Welt in größter Gefahr. Was es auch kostet, ihr müsst verhindern, dass das passiert. Bitte, es liegt an euch, Antasma und Bowser aufzuhalten. Puh. Ganz schön viel actiongeladene Story und so. Es bleibt auf jeden Fall spannend hier. Ich sorge dafür, dass dieses Tor ab sofort geöffnet bleibt. Wenn etwas ist, findet ihr mich in der Hütte der Parkverwaltung. Kommt ruhig an mir vorbei, ja? Prinzessin Peach, für euch ist es wohl sicherer, im Schloss zu warten. Mario, Luigi, viel Glück. Alles Weitere liegt an euch. Wir sollten uns auch auf den Weg machen. Wartet einen Moment. Traumsworth sagt das, okay. Traumsworth, ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh nein, es gibt keine Probleme, mein Prinz. Ich wollte nur meinen lieben Mitbärtigen etwas erklären. Wenn ihr voranschreitet und auf eurem Weg weitere Kisse rettet, kommt bitte später noch einmal zu mir, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Als Ältester der Kisse habe ich Geschenke, die ich denen geben will, die ihrer würdig sind. Gut gesprochen, Traumsworth. Du redest wie ein wahrer Kisso. Ihr habt gehört, was Traumsworth sagt. Ich selbst will euch ebenfalls beschenken. Ich hoffe, ihr werdet auf euren Reisen weitere Kisse aus der steinernen Ruhe befreien, die sie gefangen hält. Ihr tragt so viel Kraft in euch, nutzt sie, um die schlafenden Steine zu wecken. Sehr schön. Ich werde jetzt trotzdem ein kleines Nickerchen in der Hütte des Parkverwalters machen. Ach, eins habe ich noch vergessen. Ihr habt jetzt schon 6 Kisse geholfen, oder? Ich denke, ihr verdient eine kleine Belohnung, findet ihr nicht auch? Nämlich? Du erhältst einen Kraftschubhammer. Sehr schön. Wenn ihr es schafft, 7 Kisse zu befreien, habe ich noch eine Belohnung für euch. Also nur noch ein weiteres Kisse, dann kriegen wir wieder was. So, alles bereit? Dann auf, wir müssen den Traumstein finden. Die Nickerwüste beginnt gleich hinter dem Ausgang des Parks. Und vielleicht haben diese fiesen Typen sie ja schon gefunden. Wir müssen uns also beeilen. Genau. Hier unten geht's in die Nickerwüste. Hier ist ein Block, da kommen wir aber noch nicht ran. Ich möchte aber, ich möchte mal kurz was anderes machen, weil ich möchte euch nämlich was zeigen, was wahrscheinlich die wenigsten herausgefunden haben. Das habe ich selber bei meinen ganzen Durchspielen auch nie gefunden, aber ich habe das mal im Internet gesehen. Und zwar so ein kleines Easter Egg eigentlich fast schon. Und das kann man aber, glaube ich, nur sehen, wenn man jetzt zurück ins Kissenschloss geht oder wenn man, ja, auf jeden Fall relativ am Anfang zurück ins Kissenschloss geht. Es muss auf jeden Fall schon die Brücke repariert sein, denn ihr wisst ja, dass wir in dem einen Part, als wir eigentlich zum Pilzwaldpark wollten, dass wir da auf dieser wackeligen Brücke gegangen sind, die dann eingestürzt ist. Und es könnte aber sein, dass mittlerweile die schon repariert wurde. Nein, würde sie noch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, okay. Aber wenn die Brücke mal repariert wurde,
was dann wahrscheinlich nach der Nickerwüste der Fall sein wird. Dann sollten wir zurück ins Kissenschloss. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, euch zu zeigen, weil das ist eigentlich echt was ziemlich Witziges. Also ja, es ist nicht wirklich ein Easter Egg, es ist eher so was Witziges, was man auf jeden Fall sehen sollte. Weil wenn man das nämlich, wie gesagt, am Ende des Spiels macht, dann geht's nicht mehr. Also man muss das mittendrin irgendwann machen, aber ich weiß nicht mehr eben hundertprozentig wann genau. Also ich hoffe, dass ich das nicht vergessen werde. Und wenn doch, dann werde ich euch einfach in einem ganz, ganz späteren Part dann mal sagen, was denn da geschehen wäre. Okay, aber jetzt erstmal in die Nickerwüste. Ja. Es sieht noch nicht wirklich wie die Wüste aus, hier aber schon. Aber hier ist erstmal ein Muschelmart. Mit hoffentlich neuem Zeugs. Ja. Was? Ja. 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 Okay, da hat uns jetzt das mit den Extra-Slots erklärt, aber das wusste ich eh schon. Und, ja, Moment mal, ich will erstmal noch selber ausrüsten. Denn wir haben ja jetzt zwei neue Hämmer bekommen. Und zwar den Kugelhagelhammer, der richtig, richtig episch ist. Und Kraftschubhammer, der, glaube ich, auch nicht schlecht ist, ja. Kugelhagelhammer. Gelegentlich fällt eine Eisenkugel auf Gegner und verursacht mehr Schaden. Und er ist eh schon von der Grundstärke her echt episch. Deswegen kriegt den mal Luigi. Und bei Mario, ich meine, den Kraftschubhammer könnten wir ihm natürlich geben, weil er hat ja keine Hose ausgerüstet und deswegen würde die Angriffskraft nochmal mehr steigen. Aber ich möchte ihm eigentlich jetzt in der Wachwelt wieder eine Hose geben. Weil dieser BP-Räuberarmreif, der rentiert sich eigentlich nur in der Traumwelt, weil in der Wachwelt kämpft man halt immer gegen zwei oder drei Gegner und nicht mehr und da rentiert sich der nicht, finde ich. Und deswegen gebe ich ihm, oder beziehungsweise deswegen lasse ich es bei ihm mit dem Mäßighammer. Und Luigi kriegt den Kugelhagelhammer. Ja doch, das ist glaube ich am schlauesten. Ich werde aber vielleicht, wenn wir wieder in die Traumwelt gehen und wenn ich dran denke, wieder wechseln. Denn dann werde ich bei Mario die Hose wieder entausrüsten, ihm halt wieder ausziehen und dem BP-Räuberarmreif geben und dann eben auch den coolen neuen Hammer. So, und hier gibt es auch enorm viel Zeugs, das sollten wir uns mal kurz umgucken. Die soliden Stiefel, die sind nochmal besser und kosten aber 480. Nochmal solider Hammer hier. Der ist genauso stark wie der Kugelhagelhammer, hat aber keinen weiteren Effekt, deswegen lassen wir das so. Hose. Die einzigartige Hose steigert nochmal die Verteidigung um 6, also um 27 und nicht nur um 21. Was haben wir hier? Verteidigung. Erhöhen bei einem Sieg deine Chance, ein Geschenk zu bekommen. Die mag ich sogar auch ziemlich gerne. Bewirken, dass sich deine Ordenleiste nach Attacken schneller füllt. Nee. Erhöhen bei Sieg durch paar Attacken die Zahl erhaltener Münzen um 20%. Den haben wir eh schon. Reduziert erlittenen Schaden in einem Kampf dreimal auf 0. Das ist ein sehr guter Ausrüstungsgegenstand, wenn man nicht so gut ist in dem Spiel, weil dreimal den erlittenen Schaden auf 0 reduzieren ist echt richtig episch. Also für die ersten drei Angriffe in jedem Kampf seid ihr immun und nimmt keinen Schaden. Also das sollte man eigentlich auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde mir jetzt hier aber tatsächlich nichts kaufen. Also ich würde mir eigentlich schon gerne was kaufen, aber ich mache es nicht, weil ich mir meine Münzen aufheben will. Für was, was später gleich kommt. Und ja, deswegen hebe ich es mir auf. Was können wir denn wegwerfen? Können wir irgendwas wegwerfen? Nicht so wirklich. Das möchte ich alles ganz gerne behalten. Und hier auch nichts, okay. Also die Münzen werden jetzt dann gleich sehr wichtig. Das erleben wir vielleicht sogar noch in diesem Kampf. Ich heile mich auch mal schnell. In diesem Part meine ich, nicht in diesem Kampf. Und deswegen möchte ich es mir jetzt kurz aufheben. Ich hätte jetzt eigentlich schon was gekauft, aber nee, möchte ich nicht. Hier links geht es irgendwo anders hin, aber das interessiert uns momentan noch nicht. Riecht ihr das? Es riecht nach Fisch. Entweder sind wir nah an der Küste oder ich muss mal wieder duschen. Ja, ich will gar nicht wissen, was von beiden. So, was haben wir hier denn? Pilzwandpark nach oben, links ist der Schlummerstrand und rechts ist die Nickerwüste, genau. Schlummerstrand kommen wir eh noch nicht weiter, deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht hingucken. Und hier gibt es wieder ein paar Münzchen. So, die brauchen wir auch. Also wir werden jetzt gleich ziemlich viele Münzen brauchen, deswegen ist mir das so wichtig. Das hier, das ist der Weg in die Nickerwüste. Aber hier wird gerade gebaut, passt also auf, wo ihr hintretet. Sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte, wenn ihr euch den Fuß verstaucht oder so. Ja, wir passen schon auf. So, noch nicht in diesem Gebiet, aber ich glaube im nächsten Abschnitt wird etwas sehr Wichtiges kommen. Aber Moment, jetzt hätte ich fast vergessen, Mario seine Hose wieder auszurüsten. Das wäre jetzt ziemlich blöd gewesen.
So, Mäßighose oder Bonus? Ja, die Mäßighose. Die haben wir sogar dreimal. Also die hätte ich jetzt einmal verkaufen können. Aber passt schon. Ich glaube, da wo wir jetzt dann gleich hinkommen, können wir auch noch unser Zeugs wieder verkaufen. Wüssten wir zumindest. Aber erstmal zu dem neuen Gegner. Das sind sehr, sehr interessante Gegner. Mal gucken, ob ich mich noch erinnern kann, wie die angreifen. Einer in Rot, einer in Grün. So, erst der Rote. Oder beziehungsweise beide kommen einfach auf uns zu und greifen einen der beiden Brüder an. Und das ist natürlich offensichtlich. Der Rote greift Mario an und der Grüne greift Luigi an. Sie heißen Camouflunder. Und man kann auch nur sehen, von welcher Farbe sie sind, wenn man sie mindestens einmal davor attackiert hat. So. Und zack. Okay. Was macht er jetzt? Er rennt einfach wieder auf uns zu, okay. Also das ist eigentlich der einfachste Angriff. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, sie haben natürlich noch mehr Angriffe. Und zwar auch ziemlich, ziemlich coole Angriffe, finde ich. Vor allem ein Angriff. Da muss man wieder mal überlegen, ob man jetzt springen sollte oder nicht. Und solche Angriffe finde ich eigentlich echt immer am besten und am coolsten. So, eine Schockbombe. Das können wir jetzt mal kurz angucken. Das ist ein Item, kein Ausrüstungsgegenstand. Ist aber ein neues Item, das gab es davor noch nie. Allen Gegnern könnte ganz schön schwindelig werden. Ja, also ist ein Item, mit dem man Gegner schwindelig werden lassen kann. Ja, kann man mal einsetzen, aber braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich werde es bestimmt mal irgendwann einsetzen, einfach um es zu zeigen, aber jetzt momentan noch nicht. So, Rot und Grün. Und sie gehen wieder einfach auf uns zu. Na, meinetwegen. Soll mir ruhig recht sein, denn dann sind sie am schwächsten. Und ich sollte eigentlich dran denken und mit Luigi den Hammerangriff machen. Denn Luigi macht ja jetzt mittlerweile mit dem Hammer mehr Schaden als mit der Sprungattacke. Und außerdem kann noch eine Eisenkugel kommen, die herunterfällt und die macht dann nochmal extra Schaden. Also das sollte man auf jeden Fall dran denken. Oder es ist doch so, dass Luigi mehr Schaden macht mit seinem Hammer, oder? Er hat 55 bei Hammer und 49 bei Springen, genau. Und Mario macht 1 mehr mit seinem Sprung. Also bei Mario ist es relativ egal. Wir sollten aber auch mit dem Sprung angreifen. So, und wenn wir auf den Touchscreen sehen, dann können wir erkennen, dass hier ein Attackenfragment ist. Ja, auch in der Wüste gibt es wieder Attackenfragmente zu sammeln. Und die sollten wir definitiv auch alle mitnehmen, denn die Attacken sind wirklich immer ziemlich wichtig. Und hier ist gleich noch ein neuer Gegner. Sieht aus wie ein, hier, wie heißen denn die Viecher aus Zelda? Ihr wisst schon, Like-Like ist der englische Name, keine Ahnung, wie sie deutsch heißen. Und er greift Luigi an. Konnte man daran erkennen, dass er nach unten geschaut hat. Und der greift auch Luigi an. Einfach draufhauen, wenn die Augen erscheinen. Man kann aber auch ein bisschen warten und, ah nee, kann man nicht, okay. Da habe ich mich jetzt getäuscht. Man muss angreifen, wenn die Augen kommen, okay. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf den drauf springe, dann nimmt Luigi auch Schaden, oder? War da nicht irgendwas? Wir probieren es mal. Genau, dann nimmt Luigi auch Schaden. Was ziemlich fies ist. Ja. Oh, ich muss Button-Bashing machen, um mich zu befreien, was ich aber nicht geschafft habe. Und ein neuer Angriff. Der hier. Einfach auf sie draufspringen. Also der Angriff ist auf jeden Fall einfacher. Sie können aber in unterschiedlichen Höhen auf mich zurasen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Entweder sieht man nur die Augen oder sie sind komplett aus dem Boden draußen. Und wie viel halten die denn aus? Okay. Gut. Puh, ich sollte auch gleich mal meine Orden benutzen. Denn Luigi hat jetzt ein bisschen kassiert. Und er greift Luigi an, okay. Bam. Aber also wirklich schwierig sind die eigentlich auch nicht. Das mit dem Hammerangriff war jetzt nur gerade ein bisschen blöd, weil ich wollte es ausprobieren. Aber merkt euch einfach, wo sie hinschauen, also entweder nach unten oder nach oben, den greifen sie auch an. Und wenn dann die Augen vor dem jeweiligen Bruder auftauchen, dann einfach draufhauen. Und das war es im Prinzip schon. So, hier ist wieder ein X. Aber nicht mehr lange, dann werden wir wissen, was wir mit den Xen anfangen müssen. So, sonst habe ich hier alles erkundet, okay. Und jetzt müsste noch die tolle neue Sache kommen. Oder? Ja, genau. Hier nämlich. Hey, jetzt weiter! Oh Mann, ich kann euch sagen, Jungs, heute ist echt euer Glückstag. Ihr müsst wissen, ich verkaufe hier die besten Orden, die ihr südlich des Pyjama-Gipfels finden werdet. Weiß schließlich jeder, dass der richtige Orden an der Brust einen Kampf für dich entscheiden kann. Also, wie sieht's aus? Interessiert? Ja, durchaus. Wir haben auch schon welche. Oh, ihr habt also schon ein paar, ja? Aber keine wirklich große Auswahl. Eigentlich schade, findet ihr nicht auch? Ihr seht aus wie nette Jungs, also mache ich euch einen Vorschlag. Mhm. Ihr kriegt einen super Sonderpreis. Nur 1000 Münzen für 2 brandaktuelle Orden. 1000 ist aber ein bisschen viel, oder?
Oh, ihr wollt also handeln? Na gut, wie wäre es mit 500 Münzen? Ja, ich weiß nicht. Was? Ihr wollt mich wirklich ruinieren, oder? Na gut, 200 Münzen. Mein letztes Wort. 100 Münzen. Und billiger wird's ganz sicher nicht. Ja, ich weiß nicht. 80 Münzen. 50. Ja, 30. 10. 5. Na gut, verstehe. Eine Münze. Ja, eine Münze. So, eine Münze. Zum ersten, zum zweiten und... Ja, eine Münze ist schon viel, ja. Na komm, ist doch egal. Geht heute aufs Aus. Er hat gerade 1000 Münzen verschwendet, aber okay. In Sachen Falschen habe ich anscheinend noch viel zu lernen. Ja, das ist richtig. Bitteschön. Er ist so ein Idiot. Aber vielen Dank, wir kriegen zwei komplett neue Orden. Geht zum Menübildschirm, um neue Orden auszurüsten. Wollt ihr wissen, wie ihr Orden verwenden könnt? Nein, das wurde uns schon erklärt. Ja, das wurde uns schon erklärt. Sicher? Ihr könntet hier echt was lernen. Ja, dann mach halt. Mein Gott. Öffnet zunächst einmal den Menübildschirm. Meinetwegen. Wählt als erstes Orden. Ja. Orden wechseln ist wirklich total simpel. Verwendet die R-Taste für den Orden des Bruders in Rot. Die L-Taste verwendet ihr für die Orden des Bruders in Grün. Ihr könnt auch den Touchscreen antippen oder dort über das Auswahlrad den gewünschten Orden anlegen. Wenn ihr Berührungen und Kontakt mögt, ist das definitiv die Methode eurer Wahl. Okay, warum dreht das sich so? Ändert ihr die Kombination eurer Orden, kann das alle möglichen Effekte haben. Genaueres wird über dem Ordenrad erklärt. Schaut es euch also ruhig einmal an. Ach, und noch etwas. Eigentlich sogar das Allerwichtigste. Wenn ihr euch für zwei Orden entschieden habt, bestätigt eure Wahl durch Drücken des A-Knopfs. Mit der L- und R-Taste Orden wechseln und mit dem A-Knopf bestätigen. Nicht vergessen. Wenn ihr euch genug umgeschaut habt, schließt das Menü einfach wieder, ja? Okay, also das war unsere Standardauswahl. 30 KP bei beiden auffüllen, das hatten wir schon. Und wenn ich jetzt hier den Bronzenen nehme, dann fülle ich BP beider Brüder um je 30% auf. Also nicht mehr die KP, sondern die BP. Und wie gesagt, Mario kann eben den, ja, wie soll ich sagen, die Stärke des Effektes verändern. Und Luigi kann überhaupt den Effekt verändern, denn dieser hier, der Wächterorden bewirkt, reduziert den Schaden bei den nächsten drei gegnerischen Attacken auf 0. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie, wie der Ausrüstungsgegenstand von gerade eben. Und mit Bronze in Kombination erhöht zeitweise den Verteidigungswert und reduziert Schaden durch Angriffe. Also der Wächterorden macht immer irgendwas mit Verteidigung und der Pilzorden immer irgendwas mit Heilen. Und Mario bestimmt eben die Stärke des Effekts. Genau, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas, ist mir eigentlich egal, weil ich möchte eh gleich andere Orden benutzen. Erhaltet ihr einen neuen Orden, könnt ihr ihn so ausrüsten. Probiert ruhig verschiedene Orden aus, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Von Zeit zu Zeit kriege ich hier neue Orden rein, schaut also regelmäßig bei mir vorbei. Ja, genau das will ich jetzt auch noch machen, weil der hat doch neue, oder? Ja. Zeig mal her. Er hat aber noch nicht den, den ich, oder? Nee. Er hat noch nicht den, den ich eigentlich suche. Weil ich hätte ganz gerne den, ich dachte, den gibt's hier. Ganz gerne den Erfahrungsorden. Verringert die Kraft des Gegners und macht ihn schwindelig wie ein Virus. Genau, also der Virusorden bewirkt immer Nachteile beim Gegner und der Risikoorden, ja, bewirkt immer ein gewisses Risiko. Und die drei hier, beziehungsweise nee, die zwei hier sind noch für Mario, also effektmäßige, und das ist noch einer für Luigi. Gegner werden wie vom Blitz getroffen. Wir nehmen uns mal den Meisterorden. Ja. Und auch noch den Blitzorden und die anderen erstmal nicht, weil die anderen werde ich eh fast nie benutzen. Und hier der Silberorden, der kostet 1500, das ist wahnsinnig. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier mehr kaufen könnte. Und ich hatte eigentlich auch in Erinnerung, dass der schon so einen Erfahrungsorden hat, wo man mehr Erfahrung bekommt, aber anscheinend nicht. So, warte mal, ich kann jetzt mal hier eine Mäßighose verkaufen. Und den Rest lasse ich aber erstmal. Ja, okay. Ich dachte echt, der hätte da eine. Schade. Dann halt nicht. Okay, dann würde ich aber sagen, war es das jetzt erstmal für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird in der Nickerwüste. Also, bis zum nächsten Mal.